Hallöchen, Freunde, hier ist wieder euer Doc und der Umzug hat alles funktioniert. Ich bin wieder da, früher als gedacht. Telekom war doch ein bisschen schneller und heute wollen wir mal gucken, was Minecraft für uns hier wieder vorbereitet hat. Da ist man nun mal 2 Wochen weg und Minecraft haut gleich mal hier wieder ein neues Update raus. Wir wollen mal gucken, was wir heute so haben, aber alles, was du jetzt hier siehst, ist noch nicht alles vom Kuchen. Den Rest zeige ich dir am Ende des Videos. Ja, ich fange mal vorne einfach mal an. Und zwar, wir haben 2 neue Pflanzen dazu erhalten. Einmal Maiglöckchen und den Kornblumen. Passend jetzt, langsam kommt ja wieder der Frühling durch, ne? Und da können wir diese Blümchen wieder gut gebrauchen in unserem Vorgarten. Ansonsten haben wir noch andere Variationen unserer Steinarten, die wir schon im Spiel haben, erhalten. Zum Beispiel hier bei den Mauern. Wir kennen ja noch die bemoosten Pflastersteinmauern und die Pflastersteinmauern. Also einfach diese normalen 2 Mauern, die wir haben. Jetzt haben wir sie in einer großen Auswahl in verschiedener Form. Kann man sich wieder austun beim Basteln. Aber das ist nicht nur bei Mauern. Wir haben ja an sich immer hier diesen Standardstein. Da hatten wir verschiedene Steinarten. Davon gibt es jetzt jeweils immer eine Stufe und Treppe jeweils davon. Und da kann man sich eigentlich gut austoben. Und wie ich mal gesagt hatte, also Treppen und Stufen können wir immer gebrauchen. Jetzt, na gut, Steinarten. Ich sag mal, für den Anfang ist das ganz in Ordnung. Aber ich hoffe, dass die Spieler auch bei Betonblöcke und sowas auch noch hinzufügen werden. Da ist mir jetzt aufgefallen, guck mal hier, bei Stein haben wir jetzt auch ganz normale Steinstufen und Steintreppen. Das heißt, wenn ihr euch mal in Höhlen bauen wollt oder jetzt auch passend jetzt hier zum Thema Zoo, was ich hatte, kann man jetzt gut denn irgendwelche Berge bauen und zwar mit richtigen Steinen. Da muss man nicht mal irgendwie mit Pflastersteinen oder so hantieren, da kann man richtig hier mit Stein arbeiten. Und dann kennt ihr vielleicht noch, es gab ja hier diese glatten Sandstein, warum will ich Sandstein sagen? Ach, na ihr wisst ja, die Steinstufen, die glatten Steinstufen, so. Die haben wir jetzt auch als kompletten Block erhalten, aber es ist noch so, dass, sage ich mal, wenn wir jetzt 2 Stufen übereinander platzieren, dann haben wir jetzt hier nicht diesen fertigen rohen Block, sondern haben immer noch hier diese 2 Stufen, finde ich super, kann man immer noch hantieren, hat man immer noch diesen Trennungsstrich, falls man damit irgendwas mal immer arbeiten möchte, also eure Blöcke bleiben ja auch so, ne? Ja, kann man eigentlich nur zufrieden sein und dann hier noch, da haben wir noch zum Schluss den Endstein-Ziegelblock, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob wir Treppen und Stufen schon hatten, ich nehme es einfach mal mit rein, ich denke mal, es ist neu. Aber wir sind auch nicht fertig mit unseren Blöcken. Ihr kennt ja vielleicht noch, wir haben ja den Sandsteinblock. Ne? Den haben wir im Spiel. Und dazu gibt es jetzt den glatten Sandsteinblock. Also die oberste Fläche hier, komplett von allen Seiten haben wir das einmal. Dann haben wir davon auch nochmal die Treppen erhalten. Und dann haben wir hier Stufen auch nochmal in einer glatten Version. Und hier die ganz normalen Sandsteinstufen. Ne? Da sind einmal hier diese glatten, die schneiden ja miteinander super ab. Und dann haben wir die hier mit Kante. Da sieht man immer noch hier die mit Kante. Ja, wenn man sie stapelt, haben wir diese platten Sandsteinblöcke. Und wenn wir die stapeln, haben wir die glatten Sandsteinblöcke. Finde ich super, kann man wieder gute Sachen mitarbeiten. Das gleiche Spiel nochmal hier in Rot. Haben wir auch nochmal alles erhalten. Hier auch nochmal die glatten Stufen und dann hier die Kantenstufen. Ne? Also sieht man ja, hier ist so eine kleine Kante und hier ist alles glatt. Ja, das gleiche Spiel sollte eigentlich auch bei den Quarzblöcken sein, aber da ist mir gleich schon ein kleiner Fehler aufgefallen. Ich glaube, das ist ein Fehler, das werden sie bestimmt noch beheben. Und zwar haben wir hier den normalen Quarzblock und dann haben wir hier den glatten Quarzblock. So, ich nehme jetzt erstmal den normalen Quarzblock und haue ihn nebeneinander. Da sehen wir ja, wir haben ja immer hier diese Kanten, ne? Sieht man hier dieses Kachelfeld. Und das sollte jetzt beim glatten nicht sein, aber beim glatten habe ich das auch noch. Das ist komisch. Nee, hier der glatte, machen wir auch, haben wir genau das gleiche. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich perfekt miteinander abschließen, haben wir nicht. Von daher denke ich mal, das ist einfach noch so ein kleiner Spielfehler. Werden sie bestimmt noch beheben. So, weiter geht's dann hier mit unseren Schildern. Da haben wir jetzt eine verschiedene Variation unserer Schilder. Jetzt in jeder Holzsorte, so wie wir das schon mit den Knöpfen und Druckplatten hatten. Jetzt auch mit den Schildern. Finde ich gut, kann man auch wieder schöne Sachen mit craften, denn neue Stühle, neue Tische, sonstige Sachen jetzt für die Inneneinrichtung kann man gut wieder alles verarbeiten. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage, ob das später auch noch vielleicht für Fackeln kommt. Ne, wir haben ja hier auch, sage ich mal, hier als Stab hier die normale Holzsorte. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal verschiedene Fackeln, ne, in verschiedener Farbe. Wer weiß. Okay, so viel zu den Sachen, die jetzt im Spiel enthalten sind. Die könnt ihr jetzt einfach offiziell verwenden. Die sind fertig. Die könnt ihr jetzt zum Bauen nutzen, werde ich auch machen. Mal gucken, was wir damit anstellen. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Seite. Und zwar zeige ich euch jetzt Sachen, die noch nicht offiziell drin sind, aber wir können sie schon uns, sag ich mal, angucken, betrachten. Aber bevor wir uns das neue überhaupt angucken können, müssen wir einmal bei den Spieleinstellungen darauf achten, dass wir experimentelles
Gameplay verwenden, weil dafür ist das Ganze gedacht. Nur, dass wir uns halt die Sachen angucken, die noch nicht fertig sind, sondern noch in der Entwicklungsphase sind. Aber nicht vergessen, wenn ihr das anmacht auf eurer Hauptwelt, könnte sein, dass die Welt verloren geht oder sonstige Sachen, weil es immer so eine Testwelt ist. Minecraft sollte euch eigentlich eine Kopie zur Verfügung stellen, aber ich würde euch raten, macht das auf irgendeiner Kuddelmuddelwelt, die ihr nicht unbedingt behalten möchtet, um da einfach zu gucken, was ist neu, was kommt so im nächsten Update. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. So, ich bin auf der Welt und habe hier schon mal alles ein bisschen vorbereitet, was jetzt so in den nächsten Updates kommen wird. Ja, zum einen, ich habe schon die Armbrust in der Hand und da ist mir aufgefallen, wenn wir auch schon, also du kannst natürlich auch Pfeile nehmen oder man nimmt sich auch ein paar Feuerwerksraketen einfach so in die andere Hand rein, dann kann man die nehmen und damit auch schießen. Wir brauchen hier ein Testobjekt, hier der Panda stellt sich gern zur Verfügung. Ne, wir machen auch ein bisschen Damage die Raketen oder man kann auch einfach ein paar Feuerwerke schießen. Cool. Ja, das kommt dann schon mit dem nächsten Update. Ansonsten haben wir hier noch einige Sachen stehen, die kennt ihr vielleicht schon von YouTube oder so. Habt ihr, naja, ihr guckt ja das hier auch auf YouTube. Aber jedenfalls kennt ihr das vielleicht schon, habt ihr schon ein bisschen gesehen. Man kann alles hier noch nicht benutzen, außer die Laterne. Die leuchten ja schon, sieht man ja, habe ich hier schon mal ein bisschen angehangen. Ja, das alles kommt jetzt noch bald. Hier haben wir auch eine Glocke, da dachte ich mir, kann man vielleicht deaktivieren oder so, aber ich höre jetzt keinen Ton oder so, also naja, vielleicht kommt noch so eine Funktion. Aber jedenfalls, hier kann man derzeit noch nichts verwenden von all diesen Sachen. Werden aber bald kommen und wenn ihr euch das angucken wollt, dann müsst ihr einfach nur so eine Welt starten und ja, könnt damit schon ein bisschen rumbasteln. Naja, jedenfalls die Armbrust funktioniert schon mal. Könnt ihr ein bisschen Feuerwerk verschießen oder ein paar Pfeile, wie ihr das Ganze halt machen wollt. So, dann sind wir hier mit diesem Update fertig. Jede Menge kam hinzu, zum Bauen natürlich einiges. Können wir uns wieder ranmachen, das Ganze auch zu verwenden. Ich werde mich auch gleich ransetzen. Ansonsten stehe ich hier. Ich freue mich schon, das Video hochzuladen, denn jetzt, wo ich hier wohne, habe ich eine bessere Internetverbindung. Bin ich mal gespannt, wie lange ich jetzt brauche, das Video hochzuladen. Früher habe ich immer so um die 5 Stunden gebraucht für ein Video, um es auf YouTube hochzuladen. Mal gucken, ob ich jetzt davon befreit bin und vielleicht nur noch so eine halbe Stunde brauche. Ach, ich hoffe mal, eine halbe Stunde wird das sein. Ansonsten hänge ich hier wieder den ganzen Nachmittag dran. Naja, gut. Ich stelle mich vorne hin vor unserem Teddybär hier und dann heißt es hier für mich Selfie hinstellen und dann sage ich nur rein zu euch. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, also haut rein und tschüss.